Es ist mal wieder soweit, wir wollen heute auf ganz entspannte Kiste mal wieder den Obdachlosen-Simulator spielen, Freunde. Und ja, ihr wolltet es, ich werde heute einfach mal beim Zirkus arbeiten. Ja, drückt mal auf den Like-Button, da passiert was ganz schön Cooles. 3, 2, 1. Wow! Sehr, sehr gut. Wir werden beim Zirkus arbeiten, es wird sehr wild. Drückt auf den Abo-Button, wir spielen Obdachlosen-Simulator. Let's go! Oh, 6.30 Uhr am Morgen. Ich bin hier gerade aufgewacht, immerhin trocken. Und ja, die Bude, ich habe hier einfach heimlich geschlafen. Deswegen alles entspannt, falls ihr es verpasst haben solltet, wie ich hierher gekommen bin und was überhaupt nicht alles gemacht habe bisher, dann checkt auf jeden Fall die anderen Folgen aus. Ich bin hier nämlich hier direkt am Zirkus, ja? Aber ich muss sagen, ich habe erstmal ziemlich, ziemlich Hunger. Also bevor ich hier zum Zirkus gehe und da direkt anfange zu arbeiten, muss ich mir erstmal was zu essen suchen am besten. Aber wo sollte man sich mit 1,85 Dollar in der Tasche am besten was zu essen suchen? Oh Gott, jetzt verliere ich schon Leben. Wo kriege ich für 1,85 was zu essen? Ja, vielleicht können die Herren mir da hinten weiterhelfen. Die stehen da schon so nett. Oh Gott, jetzt verliere ich aber ziemlich schnell mein Leben. Sehe ich gerade. Guten Tag, können Sie mir helfen? Ich brauche Essen. Ja, ich werde die, lass doch mal ein Abo da. Ich werde die, glaube ich, mal ein bisschen, ja, ja. Gib mal ein bisschen Knete hier, Freunde. Ja, so ist gut. Noch ein bisschen hier. Alter, wie viele stehen denn hier? Da stehen ja 10 Leute auf einer Ecke. Alter, ich habe hier gleich 10 Dollar gefühlt. Okay, okay, warte mal. Davon kann ich mir auf jeden Fall was zu... Wow, wieso kommt da jetzt so viel Geld auf einmal rein? Davon kann ich mir auf jeden Fall was zu essen kaufen. Oh nein, ich sterbe gleich. Ich muss mir auf jeden Fall ganz schnell was zu essen holen. Aber wo am besten? Hier vielleicht in der Mülltonne? Ich guck mal, ich hoffe, hier gibt es jetzt schnell was. Hier muss jetzt was drin liegen. Gönn! Nein, was ist das denn? Ich muss jetzt schnell hier den Müll durchsuchen. Bitte, irgendwo muss doch was zu essen sein. Ich glaub's gar nicht. Mann! Hier muss doch irgendwo... Oh Gott, mir geht's ganz schlecht. Nein! Futter an, ich brech vor allen Leuten zusammen. Das ist ja voll unangenehm. Hier irgendwo, hallo? Oh mein Gott, ich bin einfach eingeschlafen. Freunde, egal. Ich bin wieder am Leben. Ich wurde hier gerade aus dem Krankenhaus entlassen. Hab wieder ein bisschen mehr Energie. Und jetzt kann ich endlich zum Zirkus gehen und werde da einfach mal arbeiten. Wir haben immer noch 8,37 Dollar. Ich muss auf jeden Fall für Essen und Trinken sorgen. Ganz wichtig. Weil wenn du kein Essen hast und kein Trinken, dann ist es auf jeden Fall ziemlich bitter. Und dann wirst du auch schnell Kraft verlieren. Und du brauchst halt Kraft auch zum Arbeiten. Und da sehe ich schon Essen. Okay, warte mal. Hier sehe ich schon mal so einen Cola-Automaten. Kann ich mir was holen? Ja. Hier eine Cola. Die packen wir uns mal ein hier in den Einkaufswagen. So. Und hier hinten würde ich mir gerne einen Cocktail... hier, was ist das? Nicht einen Cocktail, einen Hotdog würde ich mir hier gerne holen. Ja, guten Tag. Ein Hotdog bitte. Sehr schön. Packe ich mir ein. Wie teuer war der jetzt? Ah, wir packen lieber mal noch einen zweiten ein. 2,50. Ich glaube, ich kann mir dann sogar noch eine Cola holen. Ich gucke nochmal. 1,90 haben wir noch. Ja, ich kann mir noch eine gönnen. Sehr schön. Hier so eine leckere Limonade. Okay. Nehmen wir das. Jetzt haben wir gut ausgerüstet auf jeden Fall. Also wenn irgendwas passiert, wir haben auf jeden Fall genug zu essen. 2 Hotdogs und 2 Colas. Also reicht. Easy. So, dann lass uns mal zum Zirkus fahren. Irgendwo hier ist auf jeden Fall der Zirkus. Und da ist nämlich so ein trauriger Clown, der da arbeitet. Und den müssen wir ein bisschen zum Lachen bringen. Oder er soll uns zum Lachen bringen. Auf jeden Fall können wir irgendwas für ihn erledigen. Mal gucken, was das wird. Weg da! Haut mal ab! Oh, verdammt, die Polizei! Ich will sie gar nicht mitnehmen! Hauen sie mal! Oh Gott. Die bleiben mal schnell liegen. Okay, ganz entspannt. Das hat keiner gesehen. Ich hau jetzt nur ganz schnell ab. Oh Gott, das ist eine Sackgasse hier. Was ist das für ein Security? Hau ab! Oh Gott, ja, hier die Rampe, die Flucht! Die Flucht! Oh Gott, die Einkaufswagenflucht! Okay, ich habe eine Feder eingesammelt. Sehr schön. Irgendwo hier muss ich doch lang gehen, oder? Oh nein, das sieht gar nicht gut. Oh, verdammt. Das ist eine Gang! Oh, verdammt! Wie mache ich das jetzt am besten? Guten Tag. Ich glaube, ich kann hier meine Wurfsterntaube auspacken. Nein, wo ist sie? Nein, ich habe sie verloren. Oh nein. Okay, okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich verhau die einfach alle nur. Was wollt ihr? Habt ihr alle ein Problem? Oh mein Gott, was sind das für Explosionssachen? Ey, der schmeißt mit Molotow-Cocktails. Und hier der Typ, der haut mich One-Hit kaputt. Das lief so nicht so wie geplant. Jetzt bin ich wieder im Krankenhaus. Na toll. Also jetzt muss ich wieder mir alle möglichen Sachen zusammensuchen. Und vor allem auch mit meinem Taubenfreund. Der ist schon wieder abgehauen. Den muss ich hier wieder irgendwo finden. Irgendwo hier ist der Zirkus. Und ich sag's gerade. Und da ist er auch direkt. Perfekt. Also, da wollen wir hin. Da ist nämlich dieser Clown, der da arbeitet. Und was ist das denn? Ist das was zu essen? Sieht aus wie eine Bärenknoblauch. Oh, guck mal, so ein Bär. Das ist ja jetzt erst da oben drauf. Voll gut. Den stecke ich mir rein. Oh, gab auch gute Energie. Sehr schön. Was haben wir hier oben noch? Da können wir nicht rausspringen. Und hier bewacht das einer den Eingang. Du hörst auf, hier mit so irgendwie so Molotow-Cocktail rumzuwerfen, sag mal. Ich gehöre hier zum Zirkus. Ich will jetzt hier arbeiten. So, wir gehen hier rauf. Mal gucken hier, ob der für uns einen guten Job hat. Guten Tag, Herr Clown. So, was sagt er zu uns? Was willst du, du Kotzbrocken, sagt er. Okay, was sollen wir jetzt genau machen? Liefere das besondere Geschenk ab, bevor die Zeit abläuft.
Wo steht denn die Zeit? Ich höre auf jeden Fall einen Timer. Okay, jetzt schnell irgendwo ein Geschenk abgeben. Ich hoffe, wir müssen hier jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ach, da oben drauf, da ist eine Bombe auf dem Geschenk. Das sehe ich ja jetzt, ich bin komplett blind. Einfach da oben drauf. Okay, wir haben noch 1:10, um das Geschenk abzugeben. Ja, das sollten wir aber hinbekommen. Ich weiß nicht genau, wo das ist, aber eigentlich müssten wir jetzt hier links fahren gleich. Ja, so. Ein bisschen abkürzen hier. So, bloß nicht... Ja, kein Unfall bauen. Bloß nicht irgendwie so ein Mist bauen. 50 Sekunden haben wir noch. Alles easy. Sollten wir schaffen. Ja, aber ich meine, ist ja easy Geld für mich, ne? Ich krieg hier irgendwie, muss hier nur so ein Geschenk überbringen und krieg dafür wahrscheinlich Geld oder sowas. Das ist doch sehr, sehr gut. Oh Gott, das macht mich ein bisschen nervös, dass es jetzt nur noch 25 Sekunden auf einmal sind. Aber da muss ich es hinbringen, ja. Oh Gott, ich schaff's in den letzten 20 Sekunden. Bam! Okay, Geschenk abgegeben. Hier einfach unter der Garage durchtreten und Metall. Was? Das war eine Bombe! Oh Gott, nein, was zur Hölle? Ich muss nie mehr, sollte niemals einem Clown trauen. Und jetzt ist ganz die Polizei da und sehr verdammt. Ich habe auch noch gesehen, wer das war, dass ich das war. Jetzt habe ich da auch noch eine Bombe hingeschmissen. Oh mein Gott, ich habe mich so leicht veräppeln lassen. Oh Gott, wie viele? Nein. Ich muss, okay, also ich mach, was mache ich jetzt am besten? Ich muss am besten die Polizei irgendwie austricksen, dass ich vorne abhauen kann. Hey, verdammt, die haben mich getasert. Jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. Nein, von vorne auch noch. Oh, wo ist mein Einkaufswagen, wenn ich ihn brauche? Ich muss jetzt irgendwie, oh Gott. Bleib sofort stehen, sagt der. Nein, 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 lass mich, ja, mein Einkaufswagen hier. Drauf hier und Abflug. Ich fahr weg, alles gut. Nee, haut mal ab hier, Officer, ich hab gar nichts gemacht. Ich wollte wirklich echt nur ganz kurz das Geschenk überbringen. Ich wollte gar nicht, dass da irgendwas hochgeht oder so. Hier in den Keller, bringt das was? Hier kann ich in den Keller gehen? Hallo? Okay, die Tür ist verschlossen, da kann ich nicht rein. Okay, aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben die Mission erfolgreich beendet. Stufe 3 erreicht, auch sehr gut. Wir haben auch ein bisschen Geld, das schmeckt auch ziemlich gut. Wow! Pass auf damit, sag mal. Also, gab auch ein bisschen Geld, sehr schön. Hier haben wir, glaube ich, angefangen. Also für den Clown werde ich original, glaube ich, nicht noch einmal eine Mission machen. Ich könnte so langsam auch mal wieder was trinken. Ich glaube, guck mal, hier mal die ganzen Sachen, die ich habe. Guck mal, hier, sammeln. Ah, ich habe hier so Gurkensamen, Zwiebelsamen und Orangensamen. Die kann ich dann selber anpflanzen. Dann brauche ich mir gar nichts mehr zu essen und zu trinken, zu kaufen. Das ist gut, aber ich würde sagen, in der Zwischenzeit gönne ich mir erstmal eine Cola, so. Und warte mal, ich habe auch ein bisschen Hunger. Ich glaube, ich gönne mir auch so einen leckeren Hotdog hier unten. Bam, den snacke ich mir auch rein. Sehr schön, jetzt sind wir wieder gute, da sind wir gut geladen, haben wieder gute Energie am Start. Und mal gucken, was wir hier noch für eine Mission machen können. Ey, yo, sind Sie der Joker? Reicher Mann heißt der, ist das der Bürgermeister oder was? Gnädiger Herr, wie würden Sie die Arbeitseinteilung unserer örtlichen Gesetzeshüter... Oh Gott, empfehlen? Ja, 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 okay, er sagt, es ist auf jeden Fall schlecht, wie die Polizei arbeitet. Zeigt der Polizei den Stinkefinger 5-mal? Das mag ich, sowas mag ich gar nicht. Aber okay, vielleicht hat das keiner gesehen. Sowas macht man auf jeden Fall nicht, also macht es nicht zu Hause nach und auch macht sowas niemals. So, warte mal, wo ist hier jetzt irgendjemand von der Polizei? Irgendwo läuft hier bestimmt einer rum. Vielleicht fällt das auf, wenn ich hier in den Mülleimer pinkel. Ich war's nicht, ich war's nicht. Was willst du? Hast du ein Problem? Geh bloß weiter, hä? Gehst du auch bloß weiter? Dich pinkel ich nämlich an. Das ist mir ganz egal, dass du mich hier boxen willst, Mensch. So! So ein Ding ist das. Hau mal ab hier. Okay, warte mal. Oh, ich habe noch 1:20 Zeit für die Mission. Wo finde ich denn hier am besten mein Polizeirevier oder sowas, ne? Ja, komm. Also irgendwie kann ich hier auch vom laufenden Wagen den Mittelfinger zeigen. Komm, wir gucken mal. Also da ist das Krankenhaus, das kenne ich ja. Hier müssen irgendwo auf jeden Fall Polizisten rumlaufen. Na, mal gucken. Bisher habe ich noch nicht einen einzigen gesehen. Hier irgendwo. Hey! Hey, Officer, Officer, hören Sie mir zu, hören Sie mir zu. Ah, so, das sage ich zu ihm, mehr nicht. Oh Gott, schnell weg hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ganz böse Sachen gesagt, das sagt man nicht. Hier, bam, das sage ich auch zu dir und du auch zu dir, mein Freund. Du haust ab, du lässt mich und du hörst auch meinen Wagen zu schlagen. Da ist mein Hab und Gut drauf. Hey, haut ab hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, hau ab hier, ihr Blöden. Nein, verdammt. Wo war jetzt nochmal dieser reiche Typ, wo ich die Mission machen kann? Ich finde den gerade nicht. Ich habe hier schon so 2 Minuten rumgeguckt, aber ich finde den irgendwie nicht. Hallo? Ah, da hinten ist er. Okay, warte mal, da gehe ich mal hin hier mit dem Wagen. Oh Gott, hier hoch. Sehr schön, da hinten ist er hier irgendwo. Hier. So, also. Okay, ja, guten Tag, ich weiß, was ich machen muss. Alles klar, das ist entspannt. Ja, sie reden über die Polizei auf Pipapo. Oh gut, 2 Minuten insgesamt Zeit. Ich pisse direkt mal los, weil ich hatte nämlich eben die Polizei hier irgendwo gesehen. Hallo, hallo, hallo. Oder die Security, was auch immer das ist hier. Komm, wir gehen mal hier lang. Hier müssen die doch irgendwo sein. Irgendwo hatte ich hier eben ganz viele blaue Punkte auf der Minimap gesehen. Sind die jetzt auf einmal schon wieder weg oder was? So, steig ab und nächsten. Sehr schön, habe ich jetzt schon beiden gezeigt. Oh Gott, muss ich die jetzt verhauen? Oh Gott, die machen mir schon gut Schaden schon wieder. Ich mache schon... Oh Gott.
Nein, nein, lasst mich, lasst mich, lasst mich. Hier, Mittelfinger, Mittelfinger, hier, das habe ich zu euch. Immer noch 1 von 5, das sind doch schon 2, denen ich das gezeigt habe. Oh Gott, oh Gott. Hier, jetzt aber. Das wird ja wohl hier mal reichen, oder was? Hier, komm, jetzt endlich 2 von 5. Okay, weiter, weiter geht's. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier abhauen. Mein kleiner Einkaufswagen, wo bist du? Ich brauche dich. Ich habe noch 50 Sekunden Zeit und muss noch 3 Einkaufswagen. Muss noch 3 irgendwie Leuten hier den Mittelfinger zeigen. Wo ist der Einkaufswagen? Da ganz hinten wartet er auf mich, oder was? Und... das muss ein Drive-By werden! Drive-By! Das muss ein Drive-By werden! Verdammt nochmal, wo bist du denn, du blöde Einkaufswagen? 36 Sekunden noch. Wo locke ich jetzt noch mehr Polizisten an? Ich habe auch kaum noch Leben. Hier! Hier! Nein! Lass mich, ich habe dir doch gerade den Mittelfinger gezeigt, Mensch! Da! Nimm doch den, Mann, ey! 20 Sekunden und das bringt gar nichts. Ihr habt doch alle gerade gesehen, dass ich den gezeigt habe. Wie, das zählt nicht. Jetzt, oder? Hier die beiden. Hier, also... das sind doch jetzt 3 Stück. Nein, ach verdammter Mist. Ach Mann, und die hauen mich wieder. Das ist ja unmöglich. Freunde, wir haben heute mit den Clown gearbeitet. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich gehe wieder zum Lager, da wo ich letztes Mal übernachtet habe. Wenn ihr wollt, dass ich noch einen 4. Part vom Obdachlosen-Simulator mache, dann lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und auch ein Abo. Da schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, Freunde. Die Mission mit der Polizei oder mit den Securities müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Dann schaffe ich das hoffentlich nochmal. Also drückt echt fest auf den Like-Button. Du denkst mal, checkt gerne eins von euren Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.